So, nu wird es hart. Schon was zu trinken einkippen, Katheter gelegt. Für den möglichen ewig langen Drill auf den Trophy Wels. Okay, Boot ist eingehakt, Motor ist aus, Anker ist geschmissen, Rute ist zusammengebaut, wobei noch nicht so ganz, aber ich teste gleich. Und jetzt geht es los, testen an der Stelle, wie verhält es sich mit dem Jig, wie komme ich am besten in die Jig-Führung, und zwar hier. Und ich sehe, ich bin zu weit weggetrieben, heißt also sofort wieder hinhocken, Motor an, vorfahren und das Ganze direkt nochmal. Die Ankerkette einfach ellenlang. So, fahren wir noch ein bisschen vor, dann mit Rückwärtsgang. Schmackes, Anker schmeißen, Motor aus. Vielleicht kommen wir jetzt so knapp dahinter, das wird mir reichen. So, und wenn es dann gleich einen Ruck macht, dann sind wir auch richtig drin und stehen in der Strömung. Ankerkette vorne an der Spitze, nicht hinten. Deswegen muss man sich schon von vornherein so hindrehen. Jetzt sind wir drin. Okay, so, ich teste. Ich bin sehr gespannt, was geht. Es wurden hier jetzt schon einige Trophies gefangen. Machen wir mal auf entspannt. Also einige Trophies sind reingegangen. Ich bin übelst gespannt, ob ich hier erstmal richtig gut in die Jig-Führung reinkomme. Das heißt, jetzt schon mal testen, jetzt wo die frühen Abendstunden sind, dass ich dann gleich in der Nacht ready bin. Und da geht der erste kleine rein. Wir haben 21 Uhr und ja, es fängt an. Es geht los. Der erste kleine Wels. Aber wirklich noch klein. Hat jetzt nicht wirklich Power und kann dagegen halten. Wir gucken uns gleich natürlich nochmal das Setup im Detail an. Wie das aufgebaut ist, warum das so aufgebaut ist. Und ich teste möglicherweise auch noch gleich andere Köder, je nachdem wie das hier mit diesem Köder funktioniert. Auf diesem Köder, wie gesagt, sind einige Wels-Trophies jetzt die Tage schon reingegangen. Bis 150 Kilo hatte ich gesehen. Ich habe noch gar nicht richtig in die Rekorde reingeguckt. Aber das kann doch gerne so losgehen. Und da können auch gerne noch mehr reingehen. Ja, 10 Kilo. Da geht natürlich noch mehr. So, jetzt schön raus damit. Ich werfe hier so ungefähr 50 Meter weit raus. Stehe jetzt hier an der Kante und lande mit 50 Meter ungefähr hier in dem Bereich. Oder hier sind ungefähr um die 70 Meter. Das heißt, wir können hier schön die gesamte Kante durchziehen. Dadurch, dass ich ja jetzt hier ein bisschen testen konnte in den Abendstunden, also rechtzeitig hier hingefahren, kann ich jetzt schön entspannt durchjiggen. Bin jetzt hier gerade mit dem Setup auf Tempo 25 unterwegs und kann jetzt hier einfach locker mit einer Drehung durchjiggen. Habe hier die ganze Zeit die Jig-Führung stehen. Das ist natürlich super. Schön hier auch mit der Strömung, auch sehr angenehm. Und jetzt gucken wir mal, dass das hier schön lückt. Am besten gleich ein nach dem anderen. Bam, der nächste kleine. Na, vielleicht doch ein bisschen mehr Schmackes. Gehen wir auf eine 29. Beziehungsweise wir können auch zumachen. Macht ja eigentlich auch keinen Unterschied. Sparen wir uns ein bisschen Bremse. So, na, der hat schon ein bisschen mehr. 15, 20 vielleicht sogar schon. Nee, vielleicht noch nicht ganz. Also, das ist doch schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ein bisschen Rumspielerei ist immer noch dabei. Tempo ein bisschen rumprobieren. Und gucken, was denn da so geht. Ich meine, ich bin jetzt hier relativ groß unterwegs. Großer Haken. Aber eben noch nicht so ein richtig großer Meeresjig-Gummifisch. Das wäre natürlich auch noch mal was. Das wäre natürlich auch noch mal richtig cool.
mit diesen riesen Gummifischen nochmal probieren. Vielleicht klappt das gleich nochmal, dass ich da nochmal ein bisschen testen kann. So, die letzten paar Meter. Und dann kommt er auch rauf. Da ist er auch schon. Na guck. Mit dem Rücken, der will schon weg. 18. Na, sehr schön. 18er Wels passt. Direkt wieder raus. Und zack, direkt wieder Biss. Okay, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. Ich habe es gar nicht mal so ganz weit ausgeworfen. Direkt wieder der nächste. Sofort hinterher. Ich muss die Bremse aufmachen, Alten. Aufpassen. Auch wenn es nur die kleinen sind. Aber das ist doch ganz okay. Wenn man die so locker reinziehen kann, dann ist das doch ganz nett. Und dafür bringen die doch auch ganz okay Silber. Auch die kleinen. So, komm ran hier. Oder ist es gar keiner? Haha, ein kleiner Zander. Ey. Auch nicht schlecht. Und auch da ist einer reingegangen. Sehr schön. Na guck, der hat sogar auch noch ein bisschen Bock. Und der hat sogar noch ein bisschen mehr Bock. Na, schau mal. Einfach mal hier die großen Meeresgummifische nutzen. Das ist doch nicht schlecht. Der größte bisher. Gucken wir mal, wie viel er hat. So richtig riesig ist er auch noch nicht. Da bin ich sehr gespannt, ob ich dann irgendwann mal den über 100er hier rankriege. Das wäre natürlich auch mal was. Aber so ein Riesending, da muss man auch einfach Glück haben, passendes Wetter haben, passendes Setup haben. Und dann lübt das bestimmt. Zwei Würfe mache ich nach dem Fisch noch und dann sind wir schon bei 6 Uhr vielleicht rum, 7 Uhr. Und dann gucken wir uns nochmal das Setup an und gucken natürlich auch nochmal kurz in den Kescher, was denn die Brocken so bringen in der Nacht. Ob sich das lohnt hier, einfach mal schön kurz die Nacht über mit dem Boot hier rüber brettern. Und danach geht es weiter, vielleicht nochmal mit der Stippe oder so, auf die kleinen Brocken. Na komm, die letzten paar Meter, die kriegst du auch noch her. So. Da will er abhauen und das Boot. Na, 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 na. Bleib mal lieber hier, ey. So. Jetzt hängt er genau unterm Boot, oder? Da war nochmal eine Wende. Da hat er sich nochmal gedreht. Na komm, jetzt hat er nochmal einen Meter gelassen. Und hochpumpen. Ist das der Hammer. Aber immer wieder geil. Immer wieder geil. Ich muss sagen, vom Land aus finde ich es eigentlich noch angenehmer, weil man halt noch so ein bisschen laufen kann. Man ist halt hier im Boot wirklich gefangen. Alter, da kommt er hoch. Und alles schön hier immer. Alter, 31er. Schönes Ding. Alle hauen immer schön gegen die Strömung hin ab. Zack, wieder raus damit. Eben mal snacken. Und weitermachen. Einfach schön absinken lassen. Kleine Jig-Steps jetzt hier. Mit diesem Setup jetzt hier, gerade mit diesem Salty Fish, nochmal wieder ein etwas anderes Verhalten des Jigs, weil der große Gummifisch natürlich wieder so ein bisschen mehr Auftrieb hat. Also da ist es wieder ein bisschen schwieriger reinzukommen. Was ich jetzt gerade mache, ist zum Beispiel mit Tempo 30 plus Shift so ganz kurz nur angejiggt. So eine ganz kleine, so ein kleiner Hopser nur über den Grund, dass die Strömung gar nicht die Zeit hat, den Köder zu packen und lange zu wegzutreiben, sondern dass er nur einen kleinen Hopser macht und sofort wieder auf den Grund kommt und dass eben dadurch dann die Jigführung passiert. Da ist er nochmal. Pünktlich von 9 bis 9. Schönes Ding. Nochmal richtig weit ausgeworfen und nochmal schön auf Tempo 25. Und da geht tatsächlich nochmal einer rein, der etwas Bock hat. Na, schau dir das mal an. Das ist doch cool.
Das ist doch richtig cool. Mal gucken, wie er abgeht. Ob er heftig jetzt gegen die Strömung und gegen die Bremse ankommt. Ganz locker. Gucken, dass er hier nicht zu sehr eskaliert. Das Setup ja hier auf 136 Kilo bzw. 136 Kilo Vorfach. Schauen wir uns gleich im Detail nochmal eben an. Na, doch nochmal einer, bei dem ich ein bisschen aufpassen muss. 50 Kilo plus, schätze ich einfach mal. Wobei, lässt sich noch ganz angenehm reinkurbeln. Und ich mache ja momentan auch nicht wirklich viel, ne? Einfach jetzt nur halten. Ich ziehe ihn jetzt nochmal ein bisschen nach oben. Da hat er es dann am schwersten. Da hat er auch nicht mehr so viele Chancen, hin und her zu ziehen. So, gebe ihn schön rein in den Blank. Jawohl, und gebe ihm. Ja, jetzt kann er rankommen hier. Na, wir waren noch nicht im roten Bereich. Aber grenzwertig auf jeden Fall. Ja, Welsangeln natürlich auch immer eine krasse Konzentration. Deswegen waren es hier auch die ganzen Schnitte, dass ich da einfach jetzt schön in Ruhe konzentriert durchleiern kann, dass das mit der Jigführung klappt und so Sachen. Dann natürlich auch hier zum Ende hin dieser Drill. Normalerweise sollte man das nicht nachts um eins machen. Ist wahrscheinlich nicht ganz so smart. Aber ja, wenn man noch fit ist, dann geht das. Irgendwie muss das auch noch gehen. So, komm ran hier. Oh, 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 oh. Erste Mal, dass er so ein bisschen reingeht in den roten Bereich. Noch keine. Ich halte einfach gerade nur linke Maustaste. Keinerlei anderen Bewegungen. Oder ja, ich drücke halt nur noch nach oben. Ne? Aber ansonsten lassen wir ihn jetzt hier einfach sein Theater abspielen. Das heißt, die ganzen Kopfschläge hin und her kann er jetzt gerade schön machen, wie er will. Komm ran hier. Schön langsam locker durchziehen. So, vielleicht noch ein bisschen lenken. Perfekt. Ja, immer wieder tricky das Ganze. Und natürlich immer wieder cool, wenn man dann doch so einen großen Brocken dran hat. So. Aber wie gerade schon gesagt, angenehmer muss ich sagen, war es jetzt zuletzt immer vom Land aus, wenn man dann einfach ein bisschen laufen kann. Und selbst mit dem Laufen dann eben noch so ein bisschen regulieren kann. In dem Fall jetzt, wo der so hoch geht, einfach ein bisschen vorlaufen. Und wenn er jetzt so locker lässt, einfach wieder ein Stückchen nach hinten laufen. Damit kann man auch ganz viel dann eben regulieren. Langsames Laufen, langsames Kurbeln. Kein Stress bei dem Ganzen hier. So, wieder hart rein in den Blank. Und wir sind von 50 Meter hier mittlerweile schon auf 30 Meter ran. Geht doch. So, gegen Ende natürlich nochmal wieder aufpassen. Gerade wenn er so rausguckt, dann kann das natürlich immer nochmal passieren, dass er so ein paar Kopfschläge macht. Ich muss mal gucken, ob ich gegen Ende vielleicht sogar nochmal die Bremse nochmal wieder aufmache auf 29. Nicht, dass er da dann komplett eskaliert. Er ist ja jetzt nicht direkt müde gedrillt, ne? Er ist jetzt einfach nur komplett ausgebremst in dem in der Power, die er eigentlich jetzt ausüben würde, kommt er einfach nicht gegen das Setup an. So, ich bleib noch mal ein bisschen oben. Noch ist er ja ein ganzes Stückchen weit weg, 25 Meter. Der Riesenvorteil an der bunten Schnur. Alle 5 Meter werden angezeigt. Das ist natürlich angenehm. Ja, und dann haben wir auch so ungefähr, ne, ziemlich genau 30 Minuten rum. Es hätte noch ein bisschen besser laufen können, aber das ist natürlich auch so ein Ding, da muss man auch wieder ein bisschen testen. Also gerade jetzt hier mit diesem Meeresjig, mit dem Meeresgummifisch, wir hören die Möwen schon schreien die ganze Zeit, die freuen sich auch schon darüber, scheint das tatsächlich auch ganz gut zu gehen. Die nochmal größere Variante vom Huge Minnow und da auch tatsächlich die gleiche
Farbe, also Farbnummer, die 06. Die 06 hatte ich jetzt gerade auch. Das ist so dieser silbrige beim Huge Minnow. Und genauso eben dann auch bei diesem Gummi, bei dem Köder Fisch, Gummifisch, da dann auch die 06. Auch so gräulich mit so leicht rötlichen Schattierungen. Gucken wir uns gleich alles nochmal an. So, 20 bzw. 15 Meter nur noch. Das ist doch gut. Soll ich mal so langsam mit Shift hier reinkurbeln? Ich halte mal Shift gedrückt und pump mal so ein wenig. Das war ein bisschen mehr so in die Richtung hier auch hinlenken. So. Wobei das gar nicht mehr so den großen Unterschied macht. Wir kriegen ihn nicht so locker, dass ich mit der Spule einfach mal schnell so ein, zwei Meter noch nachkurbeln kann. Von daher lasse ich das einfach, ja, einfach konstant weiter einkurbeln. Dauert halt seine Zeit und gut ist. Wenn das jetzt ein noch größerer gewesen wäre, eine Trophy oder so, dann hätte er natürlich noch ein bisschen mehr rumeskaliert. Links und rechts hätte vielleicht noch ein bisschen abgezogen. Dafür ist ja noch ausreichend Schnur hier drauf. Zur Not könnte man noch mit dem Boot hinterherfahren und dann irgendwann, wenn er müde wird, gleiches Spiel wie hier, einfach dann ranziehen. Und dann, ja, würde ich glaube ich aber auch mit dem Boot im Trollinggang am besten direkt drüber parken oder im Kreis drumherum fahren und dann direkt oben drüber reinziehen. Gar nicht so diese 50 Meter Strecke hier rankurbeln. Kann man natürlich, könnte man jetzt natürlich auch machen. Wenn er gebissen hat, dann einfach ab rein in den Trollinggang entgegenfahren schon mal. Dann kurbelt man natürlich deutlich schneller ein. Ne? Aber jetzt haben wir ja eh die Tageszeit zu überbrücken. Jetzt haben wir schon wieder Mittag, siehste. Bis der drinne ist, da kann man doch schon fast wieder auf die nächste Nacht warten hier. So, die letzten 5 Meter Endspurt. Konstant schön reinkurbeln. Mega entspannt das Ganze. Richtig, richtig angenehm. 5 Meter hat er immer noch. Jetzt sind wir bei 0. Und da war schon die Schwanzflosse zu sehen. Der kommt da langsam an. Huahaha! Moinsen, Alten. Alter, was ein Brocken. Das ist doch mal eine schöne Größe. 54. Na guck. 54, knapp über 50. Schönes Teil. Ja, so und so ähnlich. Gerne mehr davon und auch gerne doppelt so schwer. Ich bin wahnsinnig gespannt. Wir gucken mal in den Kescher rein. So, und dann sind wir zurück hier an der Base. Wir gucken mal kurz im Fischmarkt rein, sortieren nach Preis. Ja, und das Ganze kann sich doch mal wieder sehen lassen. Der letzte Fisch jetzt gerade 140 Silber für die 50 Kilo. Davor der mit den 30, 80 Silber, 60 Silber, 50 Silber, 17 Silber. Also, das sieht doch gut aus. In Gänze für die halbe Stunde jetzt hier. 374 mit dem kleinen Zander auch noch dabei. Kann man also ganz gut machen, gar nicht verkehrt. Und vom Setup her gucken wir uns das auch nochmal im Detail an. Also so und so zusammengebaut. Hier jetzt in Gänze eine Tragfähigkeit von 142 Kilo auf der Rute. Das Vorfach auf 136 Kilo Nylonschnur, also diese monophile Schnur Nylon. Und hier dann eben die geflochtene 145er. 136, 145, 142 die Rute. Also Sollbruchstelle theoretisch das Vorfach. Aber auch das Getriebe von der Goliath hält wohl nicht ganz so viel aus. Wir sehen auch hier mittlerweile leichten Verschleiß. Das heißt, möglicherweise geht dann auch die Goliath kaputt. Und ja, das ist natürlich tricky, das Ganze. Das heißt, äußerst riskant, absolut riskant. Aber das muss man eigentlich machen, oder kann man halt ganz gut machen,
wenn man da versucht, den relativ schnell rauszuziehen, den Brocken. Leichteres Vorfach, weiß nicht, ja, könnte man natürlich machen. Man könnte noch ein bisschen weiter runtergehen. Aber theoretisch, wenn da jetzt einer reingeht, der halt nochmal größer ist, gehe ich einfach auch in den Drill. Das heißt, ich mache einfach einen langen Drill. Wenn er abhaut, soll er abhauen. Und dann lasse ich ihn müde werden und dann irgendwann kurbel ich ihn ein, wo er ist. Also ich mache mir da nicht so einen Stress. Und die übergroßen sozusagen mit 50 plus jetzt, 80 oder noch größer, die werden dann, wie gesagt, gedrillt. Und die jetzt hier bis 50 Kilo, habt ihr gerade gesehen, das geht ja ganz gut angenehm rein. 6-0er Haken habe ich diesmal das erste Mal probiert. Ich habe einen 5-0er Haken mit 50 Gramm Wurfgewicht und einen 6-0er mit 50 Gramm Wurfgewicht. 50 Gramm ganz wichtig, denn wir haben auf dieser Route hier nur 70 Gramm maximales Wurfgewicht. Und wir müssen ja auch noch das Gewicht hier von dem Salty Fish einrechnen. Das heißt, wir sind genau 1 Gramm drunter unter dem maximalen Wurfgewicht hier. Passt also ideal, kann man ganz gut machen. Und ganz wichtig natürlich, wir brauchen natürlich auch ein bisschen Gewicht, damit dieser Jig gut funktioniert. Es funktioniert gerade mit diesen Salty Fish sehr, sehr, sehr schwierig. Also ganz, ganz tricky. Man muss da wirklich viel rumprobieren. Ruhig hier um diese Uhrzeit hier 15, 16 Uhr schon mal hin zum Spot. Genau an der Stelle testen, schon mal ein paar Probewürfe machen, dass man da gut in die Jigführung reinkommt. Und dann gib ihm. So, haben wir noch einen Zander? 2 Stück haben wir. Nee, einer mit 2 Kilo. Perfekt. 50 Silber extra. Ich danke dir. 50 von da. Sind also 400 Silber jetzt in einer halben Stunde. Schmeckt. Also, Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Das gefällt mir. Kanal abonnieren gefällt mir noch viel mehr. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr.